Narsko. Ich rieche die Angst an ihm. So ein süßer Duft. Das ist das Schöne an Mordor. Man weiß nie, wann ein Grabwandler zum Spielen vorbeikommt. Jetzt leidest du! Schließ dich der Armee des Hellenherrschers an! Oh, das wird ein Spaß! Das wird ein Spaß! Habe ich wohl vergessen, mein Mikrofon anzuschalten. Ja, clever. Nur ein eiserner Wille. Aber immerhin, nach drei Minuten ist es mir... naja. Aufgefallen. Also, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mittelerde. Wir haben jetzt einen dunklen gemacht, damit wir endlich unsere Rüstung verbessern können. Ja, geht man nicht so einen Weg so. Das ist ja mal richtig behindert. Ach, naja. Immerhin habt ihr halt 3 Minuten ohne meinen Getuddel gehabt. Kann ja auch schön sein. Fragt sich nur, warum guckt ihr euch denn den Rest an? So, wir müssen ein paar Feinde besiegen. 50, ja, sind nur ein paar. Richte Feinde vom Rücktier. Vom Rücken eines Tieres hin. Ich glaube, das hat auch gezählt, oder? Ja, das hat auch gezählt. Was das alles halt deutlich vereinfacht. Denn wir haben in der letzten Folge ja hier Lorn erobert, oder so ein Teil, besser gesagt. Ja, unsere Cargo gehen so langsam den Bach runter. Bis auf halt unserer, weil wir heilen uns. Der hat den sofort gesnackt. Also von den, keine Ahnung, 8 oder so, die wir hatten, sind jetzt noch 3 übrig. Sehr gut, nach einer Runde. Sehr gut. Aber wir brauchen ja nur uns. So. Dann machen wir uns auch mal den fertig. Den auch fertig hier. Kein Problem. Ist halt ja eh voll, also ist das eh ziemlich gegessen. Hingerichtet. So, du hast jetzt auch gegessen. Und wie gesagt, im ersten Teil wurde man davon zwar immer abgehalten, aber in dem Teil, man kann es ruhig machen. Wie man sehen kann.
lassen einen ja richtig so in Ruhe. Immer schön dran denken, die Schildträger hinzurichten, weil sonst haut man sich an denen kaputt. Ach, wirklich, das. Mein Mikro, ey. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, aber naja. Ist halt ein bisschen Footage für euch. Alles ist Content. Alles muss gesehen werden. Alles will gesehen werden. Auch Fails. Und da sind auch meistens Fails drin. Außer die dauern zu lange. Wie zum Beispiel das mit damals bei Kingdom Hearts mit dem einen Cup. Wo ich so ewig gebraucht habe. Das war nicht der, den du angreifen solltest, aber gut. Aber wie man sehen kann, unserem Cargo geht es eigentlich ganz gut. So, du kriegst auch noch, musst auch noch mal einmal hier bießen. Und innerhalb der Zeit fertig werden, so ist ja ganz einfach. Auch wenn die Kamera nicht unbedingt immer mitspielen möchte. Aber man tut sie das schon. So, Nummer 44, 55, 45. Doch nicht den! Oh, warum greifst du nicht mal den an, den ich dir sage? Also zumindest hinrichtungsmäßig. So, oh, das war der letzte. Das war Mabab. Ja, wenn man dann die ganze Zeit die Buttons drückt, dann wird das so ganz komisch und verbuggt aus. Aber ja, ganz einfach ein Fähigkeitspunkt und weiteres erhalten. Ja? Na, muss er jetzt laden, dass uns ist. Zeigte, wusste ich, dass er nicht perfekt war. Es verlangte ein Höchstmaß an Beharrlichkeit, ihn zu verfeinern. Und sogar mehr, um den neuen Ring zu schaffen. Was Neues ist Tonan. Ich habe jetzt zu. Ich war jetzt zu langsam, also müssen wir uns das nochmal hier angucken. Nein, war doch Handbuch. Hier drunter? Nee, nicht Handbuch. Doch unter zusätzliches. Turan, Celebrimbors Hammer. Welch edles Geschenk, Celebrimbor. Celebrimbors Hammer, Turan, war ursprünglich keine Kriegswaffe, sondern das Werkzeug eines Handwerkers. Sauron überließ Celebrimbor den Hammer, als ihm die Juwelenschmiedentechnik der Elben beibrachte, die ihren Höhepunkt schließlich in der Schaffung der Ringe der Macht finden sollte. Der Name des Hammers bedeutet Geschenk der Macht auf Sindarin. Die Geschichte des Hammers wird seiner ursprünglichen Bewandtnis als Geschenk jedoch nicht gerecht. Sauron verwendete den Hammer, um Celebrimbors Familie zu ermorden, während dieser zusah. Anschließend erschlug er Celebrimbor selbst mit Turan. Im Laufe der Zeit erkannte Celebrimbor seine Existenz als Geist als eine dunkle Art von Geschenk an, denn sie ermöglichte ihm, Rache an Sauron zu suchen und mit der Macht der Ringe ganz Mittelerde Ordnung zu bringen. Also das ist auch der Hammer, den wir dann manchmal schmeißen können. Ja, wenn wir den finden. Ach, wir haben Drachenreiter schon. Das heißt, wir haben theoretisch jetzt jede Fähigkeit. Die brauchen jetzt nur noch die Verbesserungen. Erfolgsseite vernichten. Mensch. Hau von der Regel ist eigentlich ganz gut. Das ist auch schön wie damals. Im ersten Teil. Der gute Hammer von Eragion. Okay, gut. Ich habe zwar versucht, dich zu terrorisieren, aber er wollte nicht ganz. Guck mal, das ist eine Patrouille von unseren Leuten. Die sind blau. Idioten. Na, was habt ihr denn so vor? Wo schleucht ihr euch mit zwei Leuten überall hin? Was habt ihr vor? Da hinten sind noch mehr auf einmal gespawnt. Habt ihr das gesehen?
Wollt ihr euch jetzt mit denen da anlegen? Wirklich? Ja, hier sind Sklaven. Die machen meistens nichts. Okay, ihr wollt Sklaven einfach ein bisschen verdreschen. Na gut. Sollen sie ruhig sich ein bisschen austoben. Wir haben hier nämlich noch eine kleine Mission, die wir jetzt sehr schön machen können. Wodurch es halt ziemlich einfach wird, die Mission. Hallo. Dort? Nein, dort ist gar nichts. Naja, das mit so einem richtig schönen Springen ist halt noch so eine Sache. So, diesmal wird es einfacher gehen. Ich habe ja schon das eine Mal vorgelesen, da muss ich ja jetzt nicht nochmal machen. Nee? Was verlangte denn Mordor? Fellas, die Tugend der Gerechtigkeit. Dann kommt das halt auch noch. Und mein Volk verraten, und er sollte dafür büßen. Wir müssen nur einbrechen. Und da haben wir Schatten auf sitzen. Töte Orks mit Explosion. Und dafür ist halt nicht der Flammenatem da. Außer die verdammten Drachen greifen mich an mit dem Scheiß. So, Feuerball. Boom. Wirklich? Müsst ihr mich so angreifen, ihr Schweine? Vorschießen? Ich muss eher einen Drachen töten, also. Wenn ihr mich so abnerven wollt, ja, kannst du dich ruhig verkrümeln. Da war ein Drachen getötet. So, einmal. Das war galt als Explosion, komischerweise, nicht wahr? So, das sind auch wieder welche. Jetzt brauchen wir da wieder ein bisschen Macht für mehr Explosionen. Die spawnen ja eh nach, die Orks. Zumindest hier. Zumindest hier ganz besonders. So, da sind ganz viele. Naja, drei. Ganz viele. Im Gegensatz hier zu den Einzelnen. Ja, guck mal, ich habe 26 erledigt. Im Gegensatz zu den Drachen, die nur mickrige 3 gemacht haben. 3. 6 meine ich. Das ist auch wieder Fehler, ne? So, wir müssen noch ein paar machen. So, das waren. Jetzt brauchen wir nur noch schnell genug Macht, damit wir. Das ist unser Opfer. Und gewonnen. Das war aber jetzt noch ein bisschen knapper. Ich habe Explosionen nicht gut getroffen. Aber machbar, wie ich sagte. Deutlich einfacher, als wenn wir es anders machen. Deutlich einfach. Ich brachte Sauron an der Nagel. Doch die Gerechtigkeit entzieht sich mir. Bisher. Bisher. So, damit haben wir nämlich einen neuen Fähigkeitenpunkt. So, was machen wir jetzt? Herr des Zorns, Seelenkette, Olokers. Naja, Level 27 haben wir noch nicht. Erhöhte Chance auf hochwertige Ausrüstung von Hauptmännern oder höherrangigen Orks? Vielleicht. Aber Gedankenschienen ist halt auch echt gut. Ja. Ach, Kleve benutze ich so gut wie nie. Ja, hier. Karagorbrecher. Das heißt, wir können immer auf Karagors aufsteigen und dann damit schnell entkommen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Wir haben so viele Neuigkeiten von denen. Was, wer macht denn das da? Da leitet eine Graukjagd. Unser Spürhund.
Na gut. Jetzt soll er sich halt eine Spüjagd leisten. Hallo. Aua. Dankeschön. Fand ich nicht so. Machen wir es nochmal. Ich hab dich gesehen. Ich hab aber gesehen, dass du gerade noch. Aua. Dass der ein Schatzträger ist und dann wollte ich dann doch dann das bisschen da haben. Was er uns gibt. Du bist nichts als eine Made. So. So, jetzt könnt ihr auch mal laufen. Das war so ein richtig alter Uruk. Oder zumindest fehlten dem ein paar Pigmente. Ja, lauf. Lauf. Auch wenn du einen Schatz hast. Ist mir gerade egal. Denn ich will jetzt mal ein Stammes Kriegsbündnis machen als Schlechter. Gegen einen Schlechter. Gegen einen Schlechter. Ork des Schlechterstamms. Die greifen das Gebiet an. Müsste ich zwangsweise Ork sein nebenbei. Können auch Olok sein. Du wirst gleich so viel Schmerz Blutstrom. Ich kann's kaum erwarten. Entflammt und legendär. Wieso denkst du, deine Worte würden mich Huschak Läusekopf. Ich bin nicht zum Zuhören hier. Sondern um dich zu töten! Das ist eigentlich ganz lustig. Besiegt die Hauptmänner des Schlechterstamms oder der verteidigenden Hauptmänner? Weil das ist jetzt ein richtig schönes, Mega-Schlechtchen. Guckt euch das einfach an, dieses Mega-Gemetzel hier. Da ist schon mal Bagger der Verdammte, der ist verflucht. Wurde von Snuff und dem Schlecht einfach mal erschossen. Was passiert da noch? Ja, wir könnten. Wir machen mal mit hier. Hallo. Na? Ich werde dich filetieren. Dann werden wir uns an deinem Fleisch satt fressen. Oh, du wirst zart sterben. Ich und die Jungs hier werden unsere Rüstungen mit deinen Eingeweiden dekorieren. Reden bringt nichts. Klingen und Keulen bleiben im Gedächtnis. Ja, ist ja sehr nett. Okay. Wollen wir mal gucken. Und damit ist der Schlechter geschlachtet. Oder zumindest einer. So, jetzt haben wir auch noch ein Gefährt hier. Hey! Der ist verbrannt. Der Aufspießer. Der hat ein Vieh gemacht. Hallo. Direkt zweimal. Au, ja, das war knapp. Doch nicht auf den. Was werde ich? Ich werde gar nichts. Boah, das war aber. Jetzt rennen sie alle auf mich. Ich habe euch geholfen. Erzünd durch Feuer. Krimpte Blutdürstige. Ich hab dir geholfen. Läusekopf. Ich hab dir geholfen. Und dann heust du mich. Ja. Stammeskrieg des Bündnisses Schlechter. Auftrag abgeschlossen. Grund der Schlechterstamm holt sich den Sieg. Wo ist der denn jetzt entsetzt? Bleib mal kurz hier. So, und jetzt mache ich schön. Genau die. Schön weiter, weil er ist entsetzt. Das heißt, er läuft weg. Das heißt, wir können die ganze Zeit Schleichtötungen machen. Das ist einfach zu stark. Hallo. Beschusssicher. Was sollte das denn? Ach ja. Wir hassen einander. Du bist eh schon gebrochen. So darf ich nicht enden. So werde ich nicht enden. Das heißt, er steht wieder auf. Ist auch ein Brecher, also. Aua. Bist du sicher, dass du so nicht enden wirst? Oh, ist er gebrochen.
Und das heißt, das war's mit dir. Grimm der Blutlustige auch getötet. Ganz viele Sachen gibt's von uns. Juhu! Das ist auch noch ein bisschen was Rotes. Ein bisschen Meridian. Da hinten ist noch was Rotes. So, du kannst mal... Hallo. Warum ich dich nicht mehr erschleichen greifen konnte, weiß ich zwar nicht. Aber gut. Immer schön rollen, rollen, rollen. Und wir holen uns noch das hier. So, was haben wir denn jetzt alles genau bekommen? Ich habe nur so semi aufgepasst. Ein legendären Dolch. Führt eine Schleichtötung beim Hauptmann aus. Deine Schleichangriffe setzen Feinde immer in Brand. Schnelles Werfen setzt alle 35 Sekunden Feinde in Brand. Boah. Ist ein Problem, ne? Manchmal könnte das gut sein, die Schleichtötung bei einem Gegner, der den Feind dann in Brand steckt. Manchmal kann das aber auch richtig nach hinten losgehen. Eine weiße Rüstung. Weg damit. Ja. Gegen einen Hauptmann aus. Okay. Ist im Grunde der gleiche Mantel, sieht nur anders aus. Mantel des Waldläufers ist wirklich der gleiche Mantel. 1:1 der gleiche Mantel, das sieht halt nur anders aus. Aber ich finde diesen Schicksalsvermeider, oh nein, den hier finde ich eigentlich ganz nett vom Aussehen her. Besser als der andere. Deswegen leveln wir den einfach auf. Und da gibt es natürlich den Blutmantel, den legendären Schlechtermantel. Stellt neuen Gesundheit wieder her, wenn du für einen Feind tötest. 50% mehr Schaden von verbündeten Bestien. Ist auch nicht verkehrt. Ist wirklich nicht verkehrt. Und dann natürlich ein Jelbenring. Der Kackjes ist. Kackjes, yes, yes, yes. Wenn es hart. So, was haben wir denn sonst noch hier zu tun? Wir hatten hier schon das Türchen, oder? Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir das hier schon haben. Schatten beherrschen müssen wir dafür freigeschaltet haben, aber das kommt ja erst ein bisschen später. Also theoretisch könnten wir hier nochmal jetzt... Eigentlich theoretisch könnten wir hier verschwinden. Theoretisch. Ach, nee. Machen wir die jetzt. Diese ganzen besonderen Typis. Gibt nämlich ganz viele schöne Erfahrungspünktchen und gar nicht so schlechtes Zeug. Und wo die noch nicht so total übertrieben sind, die Gegner, kann man zumindest das eine Equipment noch flagattern. So, was haben wir hier? Stammeskonfrontation Banditen. Ein Hauptmann des Banditenstamms sucht einen würdigen Gegner. Also 1 versus 1. Theoretisch. Deine der Sippenschlechter. Komm, ich zeig dir, was ich meine. Das heißt natürlich, dass Entschuldigung. Ich dich jetzt töte. Du bräuchst ein bisschen Farbe, wa? Ja, wolltest mich wohl töten, hä? Hinrichtungskonter. Aber von vorne. Ja, das heißt, ich krieg auf Sack. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden ich jetzt bekommen habe? Für Hinrichtungskonter. Das finde ich das auch richtig assi Fähigkeit. Noch schlimmer als immun gegen Hinrichtung. Weil da kriegst du ja noch eine drüber. Ja, ich würde ja jetzt halt... So. Von hinten können wir den... Natürlich wegmachen. Oh, da sind die Beine weg. Oh. Ein episches Schwertchen. Was kannst du denn?
Erreicht eine Trefferserie von 40. Machtzuwachs von 10 bei der Trefferserie von 10. 7% Chance auf Müll. Schade. Ich habe gehofft, da ist was Besseres. So, das ist unser nächstes Ziel. Scheint, als ob hier einfach ein bisschen was Informationen rumliegt. Gucken wir es mal an. Ja, hier sind mittlerweile wieder ein paar viele mit. Mut zu der Krüppler. Der sieht ganz gut aus, bis auf dein Käppchen da. Ist natürlich ein Meuchler. Warum sollte es kein verdammter Meuchler sein? Mit keine Chance. Nicht, dass er gleich jetzt wieder von hinten kommt, so Überfall. Ja, wenn du Informationen über mich suchst, dann weiß ich, wo ich dich so finden kann. So, haha. Ah, das hat nicht gereicht. Also. Moment! Schleichtötter. Und jetzt sind wir voll. Gut. Dich eigentlich. Naja. Egal. Ich habe ja vergessen, ich kann ja jetzt einen Schattenaufsitz machen. Also super schnell, aber ja, egal. Können wir leider nicht mitnehmen in den Auftrag. So, viel Spaß mit dem Grauk. Stammeskonfrontation, Banditen. Also das ist schon wieder ein 1 gegen 1. Theoretisch. Das ist ein Meuchler. Natürlich. Gegen Menschenpack. Wuchs gewinnen immer. Also, Bagger. Was hast du denn? Feuerfest, erzündet tödliche Wunden. Keine Chance. Wurfmesser, Behände, Meuchler. Scheiße. Gefolge von Eliten-Schwertträgern. Ja, geil. Also, das gefällt mir jetzt wirklich nicht, was er da... Ja, toll. Au, das war ein Wurfmesser. Hat natürlich erstmal die Hälfte unserer HP weggemacht. Wie so ein gutes Wurfmesser halt macht. Au, ist natürlich auch so ein Wilder. Das heißt, von vorne angreifen ist jetzt auch nicht so clever. So, mein Karagor. Nein, geh weg mit deinem Bolas. Ach ja? So, haben wir das schon mal gezeigt. Oh, weg da. Nein, lass halt. So. Hey, warum bist du... Warum stehst du schon wieder? Ich hab dir nicht erlaubt zu stehen. Ich hab dir aber erlaubt zu sterben, Mr. Erzürnt. Ja, ich hab schon erkannt, dass du gezürnt bist. Ha! Mit einem Wurfdolch erledigt. Ich glaube, ich habe noch keinen mit einem Wurfdolch erledigt. Also keinen Hauptmann. Ah, Fähigkeitspunkt. Und ein Bösen. Und ich weiß nicht, warum mein Karagor jetzt gestorben ist. Aber mein Karagor ist tot. Tötet einen erzürnten Hauptmann mit einer Fernkampfwaffe. Erhöhten Schaden gegen erzürnte Feinde. Chance, dass sein Kopftreffergegner verflucht. Das ist gar nicht so schlecht. Also echt gar nicht so schlecht. Und an Fluch kommen wir so selten. Aber einen erzürnten Hauptmann jetzt machen mit einer Fernkampfwaffe? Naja. Das kann schwerer werden, als man glaubt. Fähigkeitspunkt. Schatten beherrschen kriegen wir so und so. Schuss. Machen wir das Gift? Nee. Elbenlicht. Wird mal an der Zeit, glaube ich, dass wir Elbenlicht machen, oder? Machen wir mit Elbenlicht Gift? Winteratem würde ich nicht unbedingt machen. Oder Feuer. Gift, Eis, Feuer. Giftiger Zorn, Frost. Feuerpfeil?
und ein Giftpfeil. Reinigende Glut. Giftpfeil? Nehmen wir hier das Feuer. Wir müssen halt versuchen, unsere Elemente alle unterm Haus zu kriegen. Unterm Haus. Dann werden wir bei Zorn dann Eis machen, auch wenn ich Zorn am wenigsten halt mache. Und bei unserem Schuss Gift. Klingt doch fein, nicht wahr? So, Stammeskonfrontation schlechter. Ein Hauptmann des Schlechterstamms sucht einen würdigen Feind. Ja. Ja. Du kennst Hirnbeißer. Als ein Rekrut Gondors. Ob du am Ende auch so schmeckst? Asbor, hä? Nein, lassen wir das mal. Du hast anscheinend ein paar Leute, die dir folgen. Hm? Vom Luftfernkampftötung. Wie sollen wir das denn machen? So, hier, wir wär's einmal. Wuhu! Wie man dann immer fliegt. Nein, 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 nein. Ich hab das schon gesehen. So, jetzt mal Feuer hier machen. Ist natürlich feuerfest, aber seinen Leuten nicht unbedingt. Aua! Au, direkt zweimal gehauen worden. Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, alles. Ja, geh mal weg hier. Darf ich, darf ich, darf ich, darf ich? Jawohl. Oh, Gott sei Dank. Wenn er den schnell gemacht hätte. Wie jetzt zum Beispiel. Gerade noch rechtzeitig. Wieso können seine Leute so ein. So ein mega Brüller machen? Au. Nein, 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 nein. Wenn die die Waffe wegstecken, dann ist das immer ein böses Zeichen. Jetzt nur noch wir zwei Hübschen, ne? Erstmal dazwischen. So, mein Lieber. Er ist natürlich vergiftet worden. Na, wirst du... Bist du wütend? Ich hau noch ein bisschen. Ja, erzürnt. Perfekt. Kopftreffer. Obwohl. Damit hätten wir nämlich auch unseren Bogen fertig. Perfekt. Rovania-Rüstung. Okay. Die haben sehr viele Rovania. Rovania gab es vorher auch nicht. Vor den Schlechter und so Stamm. Töte einen erzürnten Feind. Weniger Schaden durch erzürnte Feinde. Das ist auch nicht schlecht. Weniger Schaden durch erzürnte Feinde. Aber leider ist der besondere. Ich habe gerade Atzbrot gelesen. Nee. Für deinen erzürnten Feind. Hm. Du könntest ja mal probieren. Sieht doch so komisch aus mit der Rüstung. Den Bogen, den können wir jetzt verbessern. Glaubst du, du bist besser? Dir gefällt das Töten? Gib's zu. Bagger, das Wrack. 44% erhöhter Fernkampfschaden gegen zünde Feinde, ist nicht schlecht. Und 36% Chance, dass ein Kopftreffer Gegner verflucht. So kommen wir halt an Fluch dran. Weil an Fähigkeiten kommen wir nicht an Fluch. Wir müssen da auf das Equip hoffen. Jetzt müssen wir nur schon wieder einen erzürnten Gegner töten. Nehmen wir mal den. Das heißt, wenn wir jetzt einen töten, heilen wir uns nicht. Ist weniger gut. Aber der weniger Schaden durch erzürnte Feinde ist halt echt nicht schlecht. Ach, das sind Ghule. Ich habe mich schon gewundert, was das sind. Nee, 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 nee. So, hier. Habt ihr euch gerade gegenseitig gehauen? Nein. Ach ja, wollen wir mal sehen. So, was ist das?
Ist das... Ja, nur eins versus eins. Kannst du erzürnt werden. Oh, ein Kommandant. Wir bekommen gleich Besuch. Ich hoffe, du wirst meine Freunde unterhalten. Az-Adar, der Weichklopfer. Az-Adar. Wird erzeugt, wenn seine Bestie oder sein Gefolge getötet wird. Ja, geil. Blutrausch. Wird erzeugt, wenn andere Ochsen in den Wut geraten. Also, joi. Aber ergebener Herr bei so Kommandant ist halt natürlich richtig assi. Weniger Schaden für Fluch und seine Leute unter Gefolge von Wilden. Hallo. Aber. So haben wir das zumindest. Beherrscherfeindliche Fußsoldaten. Warum sind da jetzt Leute eingefroren? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Au, oh, das war weh tot. Oh, aua. Ne, voll ins Gesicht gepuncht, der Sack. Nein, nein. Der wollte das schon wieder machen. Schnell. Ich hab doch vorhin die Mogai fliegen auf euch losgelassen. Warum seid ihr nicht abgehauen, ihr Sackgesichter? Oh, wirklich? Hallo? Ja, jetzt müssen wir weg, weil die sind ganz erzürnt, die Leute. Ach, hallo. Schön, euch auch zu sehen. Blutrausch. Ach so, weil seine Leute auch erzürnt wurden in der Nähe der Fackel. Das ist ja auch mal richtig assi. Weg hier. Jetzt habe ich keinen Elbengeschoss mehr. Das ist ein minderes Problem. Ey, warum hab... Ich hab dich doch einmal gehauen. So schnell kriegst du mich nicht. Okay, das war ein bisschen einfacher jetzt, als ich gesagt hatte. Aber damit haben wir unser eines Ding auch geschafft. Unsere Rüstung nämlich fertig gemacht. Unsere neue Rüstung zumindest. Und jetzt wird die verschönert. Gebusch. Naja, verschönert. Auf dieser Rüstung liegt ein Zauber, der Hiebe absorbiert, die mit Groll versetzt worden sind. Okay. Au. Okay. Ich wollte schon sagen. Wuhu. So, viel Spaß mit... so. So, ich brauche noch ein bisschen Saft, ne? Dankeschön für die Spende. Und jetzt könnt ihr euch ruhig vom Acker machen. Das war knapp. Das war mir zu knapp. Schnellreise ist nicht verfügbar. Kein Wunder. Ui. Ja, du hast mich, ne? Bestimmt. Guck mal, da haben wir ein paar Schützen. Die machen einen schönen Hinterhalt. Außer die werden von da oben natürlich beschossen. Sind das Trolle. So, dann helfen wir mal. So, darfst auch mitmachen. Diene meinem Willen. So, viel Spaß. Neufeind Ghule. Ich habe doch gerade Ghule voll fertig gemacht. Oh, Meier. Ghule. Einzelne Ghule sind schwach, aber in Horden sind sie tödlich. Einige Ghule versprühen Gift auf ihre Feinde. Ghule-Matronen. Wenn Ghule sich erfolgreich in ihr Grabhügel zurückziehen konnten, kehren sie mit einer tödlichen Ghule-Matrone zurück. Ghule-Matronen sind stärker und widerstandsfähiger als normale Ghule und schwächen ihre Feinde mit Giftangriffen. Okay. Ghule. Gefräßige Schleicher der Nacht. Ghule hassen das Licht, also löschen wir es und warten ab, was so auftaucht. Ladback der Hungernde. Ghule durchstreifen Mordor nachts im Rudel auf der Suche nach Aas und gehören zu Mordors gefährlichsten Plagen. Wenn sie im Dunkeln ihre Höhlen oder Hügel verlassen, sind sie einzeln keinem Uruk ebenbürtig. Doch im Rudel umzingen sie ihre Beute und überwältigen sie.
Die meisten Ghule greifen mit Zähnen und Klauen an, aber einige können auch aus einiger Entfernung ihren säurehaltigen Speichel verspucken. Bei Licht fliehen sie, weshalb manchmal eine Fackel ausreicht, um ein kleines Rudel in Schach zu halten. Ghul-Rudel werden von einer Ghul-Matrone angeführt, die im Allgemeinen der größte und widerstandsfähigste Ghul des Rudels ist. Also muss heißt also, dass es nicht einmal ein Weibchen sein muss. Wo wollte ich nochmal hin? Ach, weißt du was, zum Ende der Folge können wir nochmal einmal Kampfgruppen machen. Wir sind eh in der Nähe. Wir haben ja jetzt ein, zwei Mann mehr. Wir können dann ruhig sich da kloppen in den Gruben und sich ein bisschen beweisen. Auch wenn eine Kampfgruppe gerade zwei Grauks miteinander. Okay, dann nicht kämpfen. Die chillen da eine Runde. Macht ihr Kaffeekränzchen oder was? Die sitzen da echt seelenruhig. Kampfgruppenkrieger. Na, wenn das kein Marodeur-Stamm-Typ ist, weiß ich auch nicht. Marodeur-Stamm-legendärer Fatzke. Dann viel Spaß. Wie hässlich bist du denn? Aber den Stamm-Typ. Immer muss ich gegen die Hässlichen kämpfen. Ein neuer Spielkamerad! Ich schlitz dich auf! Da wollen wir mal sehen, wie gut sich unser Bolgi macht. Oh, erstmal halt. Oh, mit dem Helm muss natürlich richtig wehgetan haben. Der ist ja schon fast tot. Alter, der hat ihn mal richtig schnell zermoscht. Oh. Da können wir uns natürlich dann noch Kampfgruppen Champion angucken. Belohnung Zitadelle, Verbesserung des Gebietes. Nur hat so Champion so das ein oder andere kleine Manko. Weil Champion ist dann natürlich so vom Level her so einiges höher. Also es ist wirklich so einiges. Ich kann ja mal unseren Champion da reinschmeißen. Der wird aber, außer wenn er sehr glücklich ist und sehr viel Glück hat, zerboscht, weil der ist Level 35. Wie lang wohl deine Gedärme sind? Das heißt, ganze 11 Level höher. Alter, wie viel Schaden er macht! Mit einem Mal! Er zündet tödlich Wunden. Wie viel Schaden der macht? Was bist du für ein... Oh, die Sau. Moment. Hat unser Typ vielleicht... Was ist denn dein Trade? Dickhäutisch, also... Es gibt auch, dass er besonders große Stärke hat. Ich verstehe nicht, warum der so viel Schaden macht. Warum machst du so viel Schaden? Ich weiß nicht. Der hat sich aber auf jeden Fall verdient, dass er ein bisschen was verbessert wird. Wir haben ja Ausbildungsbefehle, ne? Und sein Gefolgsmann, Gesang, Cargo als Reittier. Feuergift oder Fluchwaffe. Moment, was hat er? Giftwächter, ne? Oder? Du warst doch... Ja, Giftwärter. Warte auf Käufe. Ja. So, Giftwaffe gewährt. Kann ruhig Giftwaffe haben. Auch wenn Giftwärter heißt, dass er kein... Naja, Gift bekommt. So, was kriegst du? Jäger, Krieger, Bogenschützen, Orlocks. Ja, du kriegst, wir haben so viele Typen, da kannst du auch ein paar Schosshelfer haben. No. Könnt ihr ein bisschen mitschießen. Da freust du dich, ne? Hast du dir verdient. Gute Arbeit, Jung. Also... Dann würde ich mal sagen, wir machen mal hier eine kurze Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich schalte wieder beim nächsten Mal ein. Diesmal direkt dann auch von Anfang an mit Sound. Hoffentlich.
beziehungsweise von Sound von mir, dass ihr mich hört. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Abonnieren, kommentieren, liken, Glocke läuten, das würde mir helfen. Und natürlich... Naja, euch helfen, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. So einfach ist das. Also, dann sag ich mal, haut rein, Leute. Bis dann. Ciao, Willi.